weiteren Video der Berufsschule 7. Diesmal soll es wieder um GUIs gehen, und zwar im Speziellen um die Einbindung von Grafiken. Zielgruppe ist, wie bei den anderen GUI-Videos auch, 11. Klasse Fachinformatiker. Bevor wir uns um die Einbindung von Grafiken in unsere GUI kümmern, überlegen wir uns erstmal, welche Grafiktypen gibt es eigentlich? Was sind eigentlich Grafiken? Und im zweidimensionalen Bereich unterscheiden wir einmal die Vektorgrafik. Das sind meist Scalable Vector Graphic Dateien. Es gibt auch sehr viel proprietäre Formate, beispielsweise CorelDRAW oder auch PowerPoint ist auch erstmal vektororientiert. Das spielt aber für die GUI-Programmierung eher eine untergeordnete Rolle. Wir konzentrieren uns hier hauptsächlich auf die Rastergrafiken oder auch Pixelgrafiken genannt, bei denen wir die Bilder aus einzelnen Bildpunkten erstellen. Und hier unterscheide ich jetzt mal unter zwei wesentlichen Eigenschaften, die solche Grafiken haben können. Und zwar einmal können sie mit Transparenz und ohne Transparenz abgespeichert werden. Und die Bildtypen oder Dateitypen ohne Transparenz liegt ganz vorne natürlich das JPEG, was wir vom Fotoapparat kennen. Hier gibt es keine Transparenzinformationen, weil es ja nicht als Bild aufgenommen werden kann. Und JPEG ist ein komprimiertes Format, leider nicht verlustfrei, sondern verlustbehaftet. Das heißt, je höher wir komprimieren, umso geringer wird die Qualität. Weil wir gerade dabei sind, es gibt auch ohne Transparenz die Bitmap-Informationen oder die Bitmap-Dateien, spielen jetzt für das Abspeichern von Grafiken keine große Rolle, weil sie einen sehr, sehr hohen Speicherbedarf haben. Es gibt durchaus auch Komprimierungsalgorithmen mit drin, aber bei weitem nicht so wie bei JPEG. JPEG ist auch grundsätzlich dafür optimiert, für reale Bilder zu die Daten abzulegen, also mit, ich sag mal, weichen Kanten, und bei Bitmap ist es eigentlich wurscht, weil wirklich jedes einzelne Pixel im Wesentlichen abgelegt wird. Gut, bei den Dateiformaten mit Transparenz ist das Wichtigste wohl das PNG-File, Portable Network Graphic Datei. Das sind statische Informationen. Das heißt, das Bild bewegt sich nicht und ist optimiert für, ich sag mal, nicht reale, sondern wirklich gemalte Bilder, sag ich mal vereinfacht, wobei auch natürlich ganz normale Fotos abgelegt werden können, hat natürlich dann nicht den Komprimierungsgrad wie bei JPEG. PNG ist auch komprimiert, aber verlustfrei. Und ja, das ist eigentlich so die Datei, die wir für unsere GUI-Programmierung verwenden. Jetzt gibt es noch so einen Sonderfall, das sind animierte Grafiken, spielt jetzt für die GUI-Programmierung auch nicht die größte Rolle. Das ist im Wesentlichen das GIF, Graphic Interchange Format, das nutzen wir üblicherweise für eben genau solche Icons, solche Smileys und so ein Kram. Und Nachteil von den GIF-Formaten, es hat einen sehr, sehr beschränkten Farbraum, 256 Farben, eigentlich 255 plus eine Transparenzfarbe. Insofern ist es auch hier für uns nicht das hauptsächliche Format für unsere GUI-Programmierung. Gut, also wir konzentrieren uns jetzt auf PNG-Formate. Und bevor wir jetzt weiter reingehen, gibt es noch eine kleine Hintergrundinfo. Wenn wir uns jetzt mal so ein Bild anschauen, dann sehen wir, dass es wirklich pixelweise aufgebaut ist. Je näher wir reinzoomen, umso klarer werden die Pixel. Und so ein einzelnes Pixel ist eben aus sogenannten RGB-Werten aufgebaut, und zwar 256 Rot-, Grün- und Blau-Werte. Und das A hinten, das ist der sogenannte Alpha-Kanal. Dort wird die Transparenz oder die Nicht-Transparenz gespeichert. Das heißt, wir haben 4 mal 256 verschiedene Zustände, und da kommen wir dann auf 32 Bit pro Pixelpunkt, wenn es nicht komprimiert ist, an Informationsgröße, die wir brauchen. So, jetzt will ich aber noch eine kleine, in die Praxis noch mal schnell reingehen, um zu zeigen, wie das eigentlich funktioniert, dass wir so einen Alpha-Kanal eben nutzen, weil das für manche nicht ganz selbsterklärend ist. Und deswegen schauen wir uns das mal kurz live an. Das Ganze macht man natürlich mit einem Grafikverarbeitungsprogramm wie beispielsweise Photoshop oder wie hier GIMP.
Ich nutze GIMP deswegen, das kostet nichts, das heißt, ihr könnt euch das entsprechend runterladen und das eins zu eins nachvollziehen, was ich hier so treibe. Gut, dann öffnen wir mal eine PNG-Datei. PNG-Dateien können den Alpha-Kanal speichern, müssen sie es aber nicht. Das heißt, wenn wir eine PNG-Datei haben müssen und die einen Transparenzwert hinzufügen wollen, müssen wir erstmal gucken, ob der Alpha-Kanal überhaupt da ist. Und das heißt, wir gehen hier auf Ebene, Transparenz und hier sehen wir, Alpha-Kanal müssen wir erst hinzufügen. Ich habe extra eine PNG-Datei genommen, wo das eben noch notwendig ist. Dieser Schritt, bei den meisten ist der Alpha-Kanal ohnehin schon dabei. So, wir klicken einfach drauf. Das heißt, dieses PNG-File kann jetzt den Alpha-Kanal abspeichern. Dann gehen wir auf Farbauswahl, wählen alles, was weiß ist, aus, entfernen. Und jetzt sehen wir hier, ist das alles transparent. Das ist in GIMP hier dieses Rastermuster, dieses Karo-Muster. Und dann sehen wir, dass das Ganze freigeschnitten ist. Gut, jetzt exportieren wir das Ganze nochmal. Nennen wir das Smile Alpha, exportieren. Und das können wir dann später im Programm mal uns anschauen, in unserem Java-Programm, wie das mit und ohne diesen Alpha-Kanal eben funktioniert. Gut, dann schauen wir uns den Code mal an, wie wir das Ganze jetzt in unsere Java-Datei oder in unser Java-Programm reinbringen. Die Imports, auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, weil das macht ja Eclipse von alleine. Das sparen wir uns hier. Was ich jetzt im Vergleich zu dem letzten Video noch gemacht habe, ich habe den Hintergrund ein bisschen farbig gestaltet, damit wir das Thema mit der Transparenz besser sehen können. Die Inhaltsebene, diese Content Pane, vielleicht erinnert ihr euch, da haben wir dann beim letzten Mal den Layout Manager reingesetzt. Den setzen wir jetzt einfach mal auf Rot und dann können wir eben schön sehen, ob wir einen sauberen Hintergrund haben als Transparenz oder eben nicht. Gut, dann habe ich eine kleine Hilfsmethode geschrieben, die einfach nur dafür da ist, die Grafiken zu laden. Die nenne ich jetzt einfach getImage und als Parameter hole ich mir den FileName, den ich laden möchte. Als Rückgabewert ist ein generisches Format für Rastergrafiken innerhalb von Java hier geplant, und zwar Buffered Image. Das ist so ein Feld-, Wald- und Wiesenformat, was wir immer wieder brauchen können. Und zwar gibt es jetzt hier so eine kleine Toolbox, die nennt sich Image.io und die hat die Methode Read. Und dieses Read liefert mir eben gleich dieses Buffered Image raus und dann kann ich das ohne Probleme dann zurückgeben. Auf irgendwelche Exceptions, also dass das File nicht gefunden wurde etc., gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Error Handling ist jetzt hier nicht Fokus von diesem Video. Gut, jetzt schauen wir uns nochmal an, wie wir das wirklich setzen. Das haben wir hier. Und zwar, ich setze die Grafik als Inhalt eines J-Labels ein. Wir haben ja beim letzten Video bei den J-Labels einfach einen Text hinterlegt, aber anstatt einen Text kann ich hier auch eine Grafik hinterlegen. Das heißt, der Konstruktor ist überladen. Ja, der Parameter, den wir ja beim letzten Mal als Text hatten im letzten Video, ist jetzt hier eben ein Image-Icon. Image-Icon ist das Format, das die Swing-GUI braucht, um eben mit Grafiken umgehen zu können. Und der Image-Icon-Konstruktor erwartet jetzt eben dieses Buffered-Image. Das heißt, wir holen uns den Filenamen. Vom Filenamen gehen wir aufs Filesystem, laden das Ganze als Buffered Image und das Buffered Image wiederum wird dann umgewandelt in Image Icon. So, bei Buttons ist es genauso. Da haben wir beim letzten Video ja den Text hinterlegt. Und wenn ich da jetzt auch so ein Image Icon reinpacke, dann zeigt mir der Button halt einfach ein Bild an und damit können wir relativ einfach Buttons realisieren. So, jetzt habe ich hier als Filenamen diesen Smiley ohne den Alpha-Kanal hinterlegt. Das heißt, der, wo wir noch diese weißen Ecken hatten. Und wenn ich das Ganze jetzt starte, das Programm, dann sieht es so aus. Also das heißt, ich habe hier keine Transparenzinformationen und das ist zugegebenermaßen recht hässlich, weil wir diese Ecken hier haben.
Jetzt tausche ich einfach mal den Pfeilnamen aus, indem ich jetzt dieses Smile Alpha, also das, wo wir die Transparenz hinzugefügt haben, starte das Programm nochmal und dann sehen wir, mit Transparenz sieht es dann schon sehr viel besser aus. Und genau, und deswegen ist es einfach anzuraten, wenn wir in GUIs solche Elemente hinterlegen, solche Grafikelemente immer eben auch mit Transparenzinformationen zu arbeiten. Jetzt habe ich noch einen Kardinalsfehler hier begangen. Und zwar habe ich hier eine absolute Pfadangabe gemacht. Und das sollten wir bei Softwareprogrammierung tunlichst vermeiden, weil wir müssten jetzt, wenn wir diese Software jemand anderen geben würden, ihm sagen, pass auf, installier oder kopier auf deinen Rechner unter ctemp die Datei smile_alpha.png. Und das ist natürlich sehr umständlich. Ist sogar noch schlimmer, Java ist ja plattformunabhängig und das bedeutet, wenn ich das jetzt einem Linux-User gebe, das Programm, dann könnte der das gar nicht starten, weil er das C-Drive gar nicht hat. Das heißt, das geht so nicht. Hier müssen wir auf jeden Fall was anderes machen. Und zwar, wir machen Folgendes. Wir gucken jetzt mal kurz in Eclipse rein und hier sehen wir, dass ich normalerweise oder was ich tun sollte, ist, ich sollte immer die Grafiken oder die Ressourcen streng genommen, die ich für eine GUI oder ein Programm brauche, in das Projekt reinpacken. Das heißt, in meinem Projekt, ich habe es GUI Example 2 genannt und Package PS7 Images, dort habe ich jetzt noch einen Unterordner, der heißt .img, also Image, angelegt und dort lege ich die Datei ab. Das sollte man immer so machen, damit wir dieses Programm eben auch sinnvoll ausführen können. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir dann darauf zugreifen können. Und am besten macht man das mit einer sogenannten URL, also Uniform Resource Locator, und der zeigt mir auf Ressourcen. Und diese Ressourcen können jetzt überall sein, sie können im Web liegen oder, wie wir es jetzt hier auch brauchen, lokal. Und da gibt es in Java eine ganz nette Methodik. Ich gehe im Prinzip auf die Klasse, also auf das Objekt this.getClass, das heißt auf die Instanz dieser Klasse. Und hier gibt es die Methode getResource. Und getResource liefert mir jetzt die URL zu dem übergebenen Filenamen. Dieses File muss natürlich existieren, aber nachdem wir dieses File ja ohnehin in unserem Projekt haben, muss es ja auch da sein. Wir haben es ins Projekt reingepackt. Und mit dieser URL kann ich jetzt weiterarbeiten. Dieses Image.io.read schluckt mir auch diese URL. Das heißt, es kann diese URL lesen, egal woher das jetzt kommt. Eben wie gesagt, zur Not aus dem Web. Und das Ganze wird jetzt in MyImage dann, also ins Buffered Image dann geladen. Und jetzt muss ich nur noch darauf achten, dass bei getImage jetzt der Unterordner des Packages angegeben wird. Das heißt img, das war dieser Package-Unterordner, und dann /smile_alpha.png. Und jetzt habe ich sozusagen diese Datei sauber reingeladen. Gut, jetzt schauen wir uns das mal kurz an, was das für unser Programm dann auch bedeutet. Gut, also wir schauen jetzt nochmal hier schnell bei unsere Eclipse-Installation an, ob es auch hier funktioniert. Aber das dürfte es niemand überraschen. Es geht. Was ich jetzt aber noch zeigen möchte, ist Folgendes. Ich kann dieses Projekt, wenn ich mit der rechten Maustaste drauf gehe, auch exportieren. Und zwar als Runnable Jar-File. Da sage ich jetzt einfach unter ctemp image_test.jar, so möchte ich das Ganze nennen. Und hier wähle ich eben Image Example aus. Also mein Projekt heißt GUI Example 2. Hier ist jetzt die Klasse Image Example und wichtig ist, dass sie hier auch eine Main-Methode hat. Das haben wir ja eingebaut, sonst hätten wir es ja nicht starten können. Und dann soll das Ganze eben exportiert werden. Gut, die Warnings, das sind ein paar Kleinigkeiten mit einer Seriennummer, aber das ist für uns jetzt erstmal nicht wirklich interessant. So, jetzt gehe ich hier mal rein. Jetzt haben wir hier unser Image Test und ich erzeuge jetzt mal kurz ein kleines Command-File startimages.cmd und dann hoppla. So, dann bearbeiten wir das mal und sagen java -jar image test.jar.
So, speichern. Und wenn ich jetzt hier einen Doppelklick mache, dann läuft wieder unsere Klasse hier. Und jetzt zum Beweis, dass ich hier wirklich mit den lokalen Images arbeite in diesem Jar, schaue ich mal ganz kurz rein in dieses Jar. Hier haben wir unsere Projektstruktur und hier sind die Images, unser Smile Alpha. Und wenn ich den jetzt hier einfach mal rausnehme, so, dann haben wir hier die Exception, weil das ist einfach nicht mehr da. Das heißt, er greift tatsächlich auf dieses Jar-File, auf diese lokale Instanz zu. Und wenn ich die irgendwo anders hin kopiere, dann funktioniert es entsprechend auch. Das heißt, ich bin nicht mehr auf absolute Pfadangaben angewiesen, sondern ich kann eben alles schön in mein Jar-File verpacken und habe eben alles dabei, was ich brauche. Jetzt gibt es noch ein Problem. Das heißt, es ist eigentlich kein Problem, sondern es ist, ich sag mal, so eine Art Best Practice. Auf das müssen wir uns jetzt oder auf das müssen wir jetzt eingehen, weil in Swing oder ja, in der Programmierart und Weise, wie wir es gerade machen, müssen wir uns selber drum kümmern. Es gibt andere APIs, wo das mehr oder weniger schon fix und fertig drin ist. Allen voran natürlich Visual Studio von Microsoft, weil da eben dieses Visual Studio genau darauf ausgelegt ist, eben für Windows eben C-Sharp-Programme zu schreiben, und da hat man das eben gleich komplett mit eingebaut. Aber es schadet nicht, sich den Gedanken dahinter mal kurz anzugucken, und das können wir hier in Java sehr schön sehen. So, wir sind jetzt hier wieder oben bei unserer initialen oder beim Kopf unserer Klasse, und da schaffen wir uns jetzt mal ein bisschen Platz für ein paar neue Sachen. Grundsätzlich mal diesen Image-Path, wo ich meine Ressourcen habe, die packe ich jetzt meinen Konstanten. Es ist immer eine gute Idee, mit Konstanten zu arbeiten. Und dann lege ich mir ein Array an, und ich mache es, damit es ein bisschen klarer wird, jetzt mal mit zwei Grafikdateien. Einmal dieses Smile Alpha und das Snow Alpha, dass wir die beide mal haben. Und dieses Array ist einzig und allein dafür da, dass ich alle für die GUI benötigten Grafikdateien hier einfach aufzähle. Also alles, was ich brauche. In unserem kleinen Programm braucht man ja streng genommen nur eins, oder ich habe jetzt hier zwei reingelegt. Aber wenn wir größere Programme schreiben, dann können da schon mal einige zig Grafikdateien reinkommen, und die würde ich hier alle aufzählen. Und damit ich den Zugriff auf dieses Array möglichst einfach und übersichtlich halte, lege ich mir einfach zwei Konstanten an, die eben die Position der einzelnen Elemente in dem Array darstellen. Also im Wesentlichen hier 0 ist Smile Alpha und 1 ist dann Smile No Alpha. So, und warum wir diesen ganzen Kram machen, ist, ich möchte die ganzen Grafikdateien bei Start des Programms schon mal vorher laden. Also ich möchte nicht während des Programmablaufs immer wieder aufs Filesystem zugreifen, sondern ich möchte alles, was ich für die GUI brauche, schon vorab mal vorhalten in so einer Art Cache. Und das ist jetzt hier ein stinknormales Array vom Typ Image-Icon, weil wir wollen es ja als Image-Icon dann eben auf unsere JLabel dann laden. Und das nenne ich jetzt einfach mal Images. Und wie gesagt, hier möchte ich die Grafiken jetzt vorhalten. Dazu brauchen wir jetzt auch hier eine kleine Anpassung beim Initialize, weil dort ist ja genau der Punkt, wo wir das Ganze einbinden wollen, und noch eine Methode, die genau dieses Vorladen oder Vorhalten macht. So, hier ist jetzt diese Methode, die habe ich jetzt einfach Preload Images genannt, und hier soll das jetzt in dieses Array reinkommen. So, hier ist das Array. Das erzeuge ich jetzt in genau der Größe, der gleichen Länge wie meine Grafiknamen-Array dieses Image-Names, und dann kann ich das dort alles reinladen. Und das mache ich hier mit einer stinknormalen Vorschleife. Da gehe ich einfach durch und packe das dann hier mit meinem Get-Image, diese Methode, die ich vorhin ja schon genutzt habe, einfach rein. Mehr ist es nicht. Somit habe ich jetzt vorab meine Daten in diesem Preload-Array. Gut, jetzt haben wir hier noch das Set Elements.
beim Set Elements greife ich jetzt eben nur noch auf dieses Preload Array zu und mit der Konstante Position Image Alpha gehe ich jetzt auf die nullte Position. Und wenn ich jetzt hier Position Image No Alpha eingeben würde, dann würde halt hier an der Stelle die Grafik ohne den Alpha-Kanal angezeigt werden. Und das ist jetzt wiederum eine Sache, die mir es jetzt erlaubt, während der Laufzeit auch die Dateien einfach zu ändern. Das heißt, ich kann einfach hier beim Button-Click beispielsweise J-Label mein Image einfach austauschen und da muss ich nur auf Images draufgehen und dann Position, neues Image und dann habe ich hier mein neues File einfach reingeladen. Also das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr praktische Sache. Also ich empfehle allen, dies mit diesem Preload eben durchzuführen. Weil sonst habe ich eben entsprechend immer den Zugriff aufs Filesystem und das wollen wir eigentlich eher vermeiden. So, das war es jetzt zum Thema Grafiken einbinden in unsere GUI. Ich werde jetzt noch ein Video machen, wo wir uns mal ein etwas größeres Grafikprojekt mal vornehmen. Da weiß ich noch nicht, ob ich das auf ein oder zwei Videos dann packe, aber da gehen wir alles nochmal komplett durch. Und was dann später nochmal kommen wird, ist dann das Thema Canvas, aber das ist dann wirklich die nächste Stufe und das hat dann durchaus noch Zeit. Also bis dahin dranbleiben.